Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Nexomon. Die mittlerweile 8. Folge, wenn ich mich nicht täusche, obwohl die Klicks nicht ganz so stark sind, werden wir noch ein bisschen weiterspielen auf jeden Fall, weil mir das Spiel tatsächlich Spaß macht. Wow, was haben wir denn hier? Müll, habe ich gar nicht gesehen. Aber nehmen wir gerne mit. Wir müssen in den Westen, also zum Waisenhaus zurück. Da ist ja irgendwas Schlimmes passiert. Da gehen wir jetzt auch geschmeidig hin. Ich muss nur überlegen, ist unser Team heile? Ja, ne? Unser Team ist soweit geheilt. Dann, ach so, wir müssen im Westen raus aus der Stadt. Obwohl ich mir nicht sicher bin, weil eigentlich sind wir doch auch von unten reingekommen. Wir gucken erstmal unten, nicht, dass wir jetzt hier in die falsche Richtung gehen. Wir gucken einmal dahin, wo wir reingekommen sind in die City und das ist nun mal hier unten. Ja, wir bekommen wenig Klicks auf dieses Video oder beziehungsweise die Videos, was nicht verwunderlich ist. Ah, komm, dich nehmen wir mit. Weil das ja eher schon ein kleineres Projekt ist, ne? Das brauchen wir uns nicht anhören. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass es nicht so viele Klicks hat. Es hat aber eine gute eine gute Watchtime. Von daher weiß ich, dass die Leute, die das Produkt gucken oder dieses Projekt, auch bis zum Ende gucken tatsächlich. Ja, das entgeht mir natürlich nicht. Oh, das ist nicht stark. Aber er ist noch schwächer, deswegen können wir ihn so runterwirtschaften erstmal. Ist ein bisschen doof, dass wir viel Ausdauer auch verlieren. So, eine Runde noch. Come on. So, das ist das Ende. Wer kommt jetzt? Flug. Da ist eigentlich sogar Psycho ganz gut gegen. Ja, der ist normal gegen uns. Okay, das war ein ziemlicher... Das war ein Alleingang hier von Musquiti. Steigt, glaube ich, auch auf. Das ist ganz gut. Ein paar Erfahrungspunkte werden noch aufgeteilt. Gratulation, aber... Oh, das ist es! Zum allerersten Mal erster Kampf und direkt die Entwicklung von unserem Haupt-Nexomon. Und da ist es! Es ist etwas verstörend, was ich da sehe. Denn aus Musquiti wird Muscat oder Musquat irgendwie und es hat kein Gesicht. Es nimmt sein Gesicht ab und das sieht ziemlich weird aus. Aber hey, wir hatten eine Entwicklung. Das ist schon mal ganz geil. So, um das Ganze zu Ende zu bringen. Es wird nicht viel geklickt, es wird aber mehr geguckt als andere Projekte, weil die Watchtime größer ist. Und... das können wir jetzt hier durch? Nein, hier ist die Brücke kaputt. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich doch im Westen raus aus der Stadt. Wir gucken mal, ob das geht. Wenn nicht, müssen wir trotzdem hier unten durch. Ich bin etwas verwirrt. Aber egal. Wir bekommen auch sehr viele Dislikes, ist mir aufgefallen. Allerdings ist mir das schon beim Marvel's Avengers Produkt aufgefallen. Und das ist, liegt daran, da ich vermute, dass es sich um Bots handelt. Denn diese Dislikes kommen immer zur gleichen Uhrzeit. Oder was heißt immer zur gleichen? Immer zeitgleich und immer auf einen Schlag. Also ist, keine Ahnung, es sind 6 Likes, 0 Dislikes. Und einmal war es dabei, ich war halt online gerade und es war Punkt 1 Uhr und ich hatte auf einen Schlag 3 Dislikes. Aber keine Klicks. Ja, also das Video wurde nicht aufgerufen, aber die Dislikes waren da. Was mich vermuten lässt, dass es sich dabei um Bots handelt. Und es muss sich sowieso niemand Gedanken machen, dass ich ein Projekt aufgrund von irgendwelchen random Dislikes abbreche oder sowas, ne? Also Nexomon ist in keinster Weise gefährdet. Erstens habe ich viel zu viel Spaß und zweitens weiß ich von Leuten, die kommentieren, dass sie auch Spaß an diesem Projekt haben. Und deshalb, ne, das wollte ich nur mal kurz loswerden. Aber guck mal hier, wir können nicht im Westen raus. Oder? Gibt es hier noch... Ne, hier können wir gar nicht durch. Wir können nicht im Westen raus. Da müssen wir unten durch den Wald. Da war es doch so. Es wäre auch eigenartig. Ich kenne nur den einen Gang über die Brücke. Was Quatsch wäre, weil von da sind wir weder gekommen, noch werden wir da hinkommen, wo wir hin wollen. Oh, nee, da müssen wir nicht hin. Ja gut, dann gehen wir halt da unten läuft, da unten durch, weil ich habe keine andere Wahl und auch eigentlich keine, oh Gott, wo bin ich hier? Keine Ahnung, wo wir sonst hin müssen.
Mei, dass man sich in dieser Stadt hier so viel verläuft, das macht mich auch fertig. So, wir gucken mal, ob wir... Ja doch, wir sind hier, glaube ich, richtig. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ab nach... Oh, warte mal. Das ist doch die Oma, oder? Ja, ich habe ein bisschen aufgeräumt. 12 Müllhaufen. Aber wir haben keine 12 Müllhaufen. Okay, schade. Wie viele haben wir denn? Wir haben doch so viel Müll schon aufgesammelt. Nee, oder? Ein Müllhaufen fehlt uns. Really? Wir finden jetzt hier nicht irgendwo noch so einen Müllhaufen, oder? Nee, das wäre zu nice gewesen. Ein Müllhaufen fehlt uns noch. Wie schäbig ist das denn, dass wir das nicht erfüllen können? Aber wir kommen ja sowieso nochmal hier hin. Wir kommen ja sowieso nochmal hier hin. Wir gucken mal jetzt hier unten. Wir müssen in den Westen. Aber ich bin ehrlich, ich habe auch... Oh nee, das ist alles falsch. Das ist alles falsch. Ich habe die Orientierung komplett verloren. Wir können mal auf die Karte gucken, wollte ich sagen. Wir haben doch irgendwo... Gibt es doch bestimmt eine Karte, oder? Nee, das ist alles Käse. Wir haben tatsächlich keine Karte. Hä, wie sind wir denn hier hingekommen? In den Westen. Wir müssen in den Westen. Also wirklich, ich habe keine Ahnung. Sind wir random hier hingekommen? Wurden wir einfach hier hingelotst? Ich bin völlig verwirrt, wo wir hin müssen. Ich verstehe es aber auch gerade ehrlich nicht, weil im Westen ist halt kein Ausgang. Es gibt nur diese eine komische Brücke, wo wir nicht drüber dürfen. Außer wir dürfen jetzt drüber. Das kann natürlich sein. Da kann ich noch hingehen. Hier ist der einzige Durchgang. Nee, der lässt uns nicht durch. Das ist der einzige Weg nach Westen. Und sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht, was sie von uns wollen. Das tut mir zwar leid. Vielleicht machen wir die Folge auch ein bisschen länger oder ich schneide das Gesuche einfach raus. Es gibt doch nur den einen Eingang hier für uns. Wir sind von hier gekommen. Ich weiß es genau. Wir sind von hier reingekommen in die Stadt. Wir sind von hier in die Stadt reingekommen. Ah, wir können doch hier durch. Bin ich eigentlich bescheuert? Natürlich können wir hier durch. Wir sind von dieser kaputten Brücke. Da springt das Seil, das Mädchen noch da am Seil, wo ich gesagt habe, okay, die ist auch mutig. Das ist genau der Weg. Es sieht halt nur so aus, als würde man nicht daran vorbeikommen. Aber, ey, scheißegal. Komm, wir greifen erstmal die jetzt hier an. Ich möchte die Punkte natürlich mitnehmen. So. Wen haben wir? Aber die leveln mit, glaube ich, ne? Level 10. Komm, wir hauen mal richtig einen raus hier. Effektiv. Geben wir ihm den noch mit. Es ist vielleicht auch nicht so schlau, dass wir mit Masquiti... Oh! Masquiti gegen Masquiti. Wir tauschen mal. Wir tauschen mal. Skunkö nehmen wir. Oh, ist effektiv gegen uns. Ist uns aber egal, wir haben eine Hammer-Kombo. Die wir jetzt raushauen. Na gut, so Hammer ist sie nicht, weil sie ist nicht effektiv. Aber sie trifft kritisch und das reicht. Weil ich möchte ja auch mal andere Nexomon ein bisschen leveln. Ja, sie ist jetzt ganz, ganz fürchterlich traurig. Ist aber nicht so schlimm. Ja, das müsste man ein bisschen leveln. Und Zumbel. Lichi und Zumbel müssten leveln. Aber Poyal... Das wäre jetzt auch nicht so schlecht, ne? Poyal wäre auch nicht so schlecht. Und ich hätte schon gerne ein bisschen bessere als die beiden. Zumbel ist halt jemand, wo ich eher ein bisschen grinden würde. So, wir tauschen mal Poyal. Und... Ach, shit. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, Stinger. Okay.
Das ist effektiv. Das ist nicht effektiv, aber hat uns trotzdem sehr viel abgezogen. Oh, okay, aber das ist ja eigentlich ganz geil. Nexo-Trap. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal zu fangen. Ach du Scheiße. Ich vergesse immer, dass das hier ja ein Xbox-Controller ist. Das war nicht so gut, ne? Aber es reicht. Stinger wurde gefangen genommen, ist auf Level... Ah, auf welchem Level war das jetzt? Es ist auf jeden Fall ein Feuer-Nexomon und das ist ziemlich nice. Deswegen nehmen wir das auch mit ins Team auf. Und wir haben mit Froggy schon Luft, deswegen ist Leechy erstmal Geschichte. Und ich glaube, Stinger war 11 sogar? Kann es sein? Ja, er war auf 11. Mega nice. Wir machen den auch... Boah, der hat auch 3 Feuerattacken. Richtig gut. Der wird erstmal direkt unser Haupt-Nexomon. Und ist jetzt auch sofort fit. Geil. Endlich ein Feuer-Nexomon. Das wollte ich ja unbedingt haben. Okay, hier geht's jetzt ab. Irgendwas passiert. Warum schicken sie uns alle 4? Ich hätte das auch alleine geschafft. Und warum ist Coco hier? Weil Coco der Geilste ist. Und jetzt halt's Maul, Ross. Screwjob kann nicht sprechen. Soll ich... Stimmt, unser Charakter ist ja eigentlich stumm und Coco übernimmt das ja die ganze Zeit für uns. Was aber auch nicht 100% stimmt, weil ab und zu können wir ja Antwortmöglichkeiten aussuchen. Aber nice. Soll wirklich er mit den Kidnappern verhandeln? Verhandeln? Bring mich nicht zum Lachen. Wir werden einfach die Vordertür umhauen und sie zusammenschlagen. Beruhig dich. Oberste Priorität ist es, die Geiseln zu befreien. Außerdem müssen wir dahinter kommen, was die Beweggründe hinter dem Angriff sind. Ein Waisenhaus anzugreifen macht keinen Sinn. Beeilen wir uns. Das könnte unsere Chance zur Beförderung zum Silbertamer sein. Ja, er hat hier die Silbertamer im Sinn. So, bevor wir reingehen, werden wir natürlich erstmal hier das Ding aktivieren. Das ist ja mal ganz klar. So, dann, weil ich nicht bescheuert bin und nochmal den gleichen Fehler mache, werden wir abspeichern und abspeichern. Nur für den Fall, dass er wieder irgendwas überschreiben möchte. So, sollen wir wirklich durch die Vordertür gehen? Es gibt ja auch eine Hintertür, ne? Ah nee, es gibt keine Hintertür, das ist dieser Garten. Ah, da kommen wir nicht durch, da kommen wir gar nicht rein. Ja, okay, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen durch die Vordertür. Hier ist niemand. Aber hier liegt Dreck rum. Ist natürlich die Frage. Wir gucken erstmal hier rechts, was da ist. Okay, da ist irgendjemand mit einer Maske. Wollen wir da direkt hin? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir gucken erstmal in das Zimmer, wo wir drin waren. Okay, hier geht schon mal was ab. Ach, das sind diese Maskenhampel, die wir schon einmal gesehen haben. Hm, nein, du bist es nicht. Du vielleicht? Nee, falsches Kind. Ah, verflixt, du bist auch nicht der Richtige. Ich kann meinem Glück kaum glauben. Uns geht die Zeit aus. Er wird nicht erfreut sein. Und da ist er. Mich sucht ihr, ne? Wer ist da? Wow. Okay, wir gehen auf jeden Fall direkt mal in die Offensive. Ein Gildenmitglied? Zäh. Ah, so sind die... Was? Ah, so sind sie bereits auf dem Weg? Ah, so? Oder ach, so? Oh, sehr schön, dass er mir hier so eine Palme vorsetzt. Da ist Feuer natürlich gerade mal das Gute. Wir müssen mal gucken hier. Explosion ist das Heftigste. Kostet aber auch am meisten unsere Ausdauer. Ich glaube, gegen den würde Feuernarbe tatsächlich reichen. Verursacht Feuerelementschaden und fesselt das Ziel mit einer Chance von 10%. Ja, komm, wir machen das. Uff, 9 war jetzt nicht so stark, oder? 9 ist halt echt nicht so stark. Oh, haben wir es gefesselt? Wollen wir mal die Explosion machen? Sind halt 15, ne? Aber wir hauen das jetzt rein.
Und es bringt echt nicht so viel. What the fuck? Okay, Flamme sollte jetzt reichen. Für den auf jeden Fall. Und dann haben wir Wasser. Wasser werden wir selbstverständlich tauschen. Und da könnte tatsächlich Sumbel ganz gut sein. Aber, kritisch und nicht effektiv. Dann hauen wir mal hier so ein bisschen Elektro rein. Das ist effektiv. Oh shit, jetzt hat er sich hier einen Geist geholt. Ja, kein Problem. Wir haben Muscat und der ist richtig gut drauf. Das ist effektiv gegen uns. Das ist ja super scheiße. Aber das ist auch effektiv gegen ihn. So, er ist schon mal weg. Und wieder eine Runde Sumbel. Der hält halt nicht so... Ah, sehr schön, verfehlt. Verfehlt ist super. Kritisch und effektiv. Ah, ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Oder ob wir tauschen müssen. Ah, wir versuchen es noch einmal. Nee. Wir müssen ihn rausnehmen, leider. Der gute Sumbel, Poyal kommt rein. Der hält das aus und er macht einmal... Ah, das wird nichts bringen, seine Wasserattacken. Dann mach den Doppelhieb. Mach den Doppelhieb, dann ist Schluss. Super gut natürlich, 69 Punkte. Alle haben Punkte bekommen übrigens. Und Stinger hat die meisten bekommen. Oh, Poyal ist sogar aufgestiegen. Nice. So. Die sind natürlich begeistert von uns. Ihr habt uns gerettet. Ihr habt uns gerettet. Das war unglaublich. Hey, diese Banditen sind auf der Suche nach einem bestimmten Kind. Ihr müsst sie aufhalten. Ein bestimmtes Kind? Das ist merkwürdig. Wir sollten es vor ihnen finden. Ja, sehe ich auch so. So, die sind weg. Scheinbar gibt es noch ein paar Geiseln. Lass uns weitersuchen. Werden wir tun? Blinkt hier irgendwo was? Meine Argusaugen sehen nichts. Wir werden aber kurz mal was am... sollen wir was am Team ändern? Ne, wir lassen Stinger noch drin. Wir lassen Stinger noch drin. Ja, wir gehen natürlich jetzt hier rüber erstmal. Was ist hier los? Du Vogel. Ach, da ist schon Ross. Komm her, Feigling. Du kannst nicht einfach so in mein Zuhause einbrechen. Lass mich los, dummes Kind. Er wird doch gar nicht festgehalten. Du verschwendest meine Zeit. Ich muss das Ziel für meinen Herrn finden. Dann kämpf gegen mich, komm schon. Okay. Ach, komm schon. Hast du Angst vor einem Bronze-Tamer? So, eingekesselt. Ack. Noch ein Tamer der Gilde. Jetzt haben wir dich. Oh, ist es jetzt ein Tag-Team-Kampf? Gibt's sowas? Oder ist es, bin das wieder nur ich? Ich glaube, das bin nur ich. Okay, gegen Erde ist das natürlich nicht so geil. Froggig. Ah, ich vertue mich immer mit Froggig, dass der Wasser, dass er Wasser ist. Aber wir versuchen es mal mit Wind, ist ja egal. Stromschlag ist natürlich, ja, ist aber auch effektiv. Das war ja vollkommen richtig. So, weg mit ihm. Dann haben wir Pflanze. Da ist der Stinger ganz gut. Na, aber komm, wir hauen jetzt hier natürlich die Explosion raus, weil wir nicht mehr so viel Energie haben. So, haben wir dich schon mal erledigt. Und das war's tatsächlich. Gut, wieder schön Punkte gemacht. Frogge kriegt Punkte. So, das ist super. Das ist super und wir haben den nächsten platt gemacht. Wow, ihr habt uns gerettet. Tamer der Gilde sind die Besten. Ich mache nur meinen Job. Aber ja, ich bin schon ziemlich unglaublich. Ich bin übrigens Ross. Vergesst den Namen nicht. Alle denken sich, okay. Das wissen wir. Du wohnst hier. Verschwinde, bevor ich dir ins Gesicht schlag. Was ist er denn für... Der ist so ein Assi. Ist unglaublich. Scheinbar gibt es noch ein paar Geiseln. Lass uns weitersuchen. Ja, natürlich gibt es hier noch ein paar Geiseln auf der linken Seite. Ist ja ganz klar. Aber diesmal müssen wir wirklich mal kurz ein... Ach so. Nee, sorry. Er wollte...
So. Wir nehmen Masquiti als Hauptding. Nee, machen wir nicht. Wir nehmen Poyal als Haupt-Nexomon. Unser Stinger ist leider ein bisschen angeschlagen, deswegen geht's jetzt nicht mehr. So, hier, wo wir nämlich nicht hoch durften. Oder können wir jetzt auch hier rein? Nee, da kommen wir. Oder, warte, ich will das andere auch ausprobieren. Ich möchte hier... Ah, nee, geht nicht, schade. Aber hier hoch durften wir auch nicht am Anfang. Jetzt können wir hier hoch. Hä, hier ist aber niemand. Es geht noch höher. Okay. Erstmal hier ein Paralyseheiler. So, es geht noch höher. Bis jetzt ist das hier noch nichts Besonderes. Hier ist Nora. Was ist hier denn schon wieder los? Und da sind die restlichen Kinder. Okay. Sie sind umzingelt. Die Gildentamer sind hier. Wir sollten abhauen. Warte, wir brauchen immer noch das Ziel. Wir können es schaffen. Wir sind so kurz davor. Ihr könnt es nicht schaffen, Freunde. Ja, wir sind ein normales Nexomon. Das erinnert aber schon hart an Pokémon, ne? Wieder. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. So, Wasser. Ach, wir sind ja Wasser diesmal. Poyal. Poyal ist doch Wasser. Feuer ist halb so wild. Hier. Gibt's zwei richtige Schellen. Dann ist das schon mal erledigt. Haben wir uns aber mit Poyal auch genau das richtige Nexomon ausgesucht. Hier ist natürlich ein Pfeil für Muscat. Ja, kritisch und effektiv zieht uns trotzdem nichts ab. Das sind mir die Lieblings... sind meine Lieblingsattacken. Oh, Elektro. Ei, Elektro, was ist denn dagegen gut? Wir nehmen mal Skunket. Ah, Elektro ist jetzt nicht effektiv. Aber auch nicht schlecht. Vielleicht eine normale oder Steinwurf. Hier, Kieselwurf. Ah, wir machen erstmal die Combo. Ja, das war doch schon mal ganz ordentlich. Es reicht leider nicht ganz. Okay, was... Was willst du? Also, das ist ja... Da machen wir jetzt schön mit Kieselwurf. Oh, Kieselwurf ist sogar kritisch und effektiv. Also, wir merken uns, Gestein ist gut gegen Elektro in diesem Fall. Sehr, sehr schön. Und Froggic steigt auf. Super gut. Das ist ziemlich merkwürdig, oder nicht? Sie suchten nach einem speziellen Kind. Was ist los? Wie auch immer, wir sollten als erstes die Kinder befreien. Gut gemacht, Screwjob. Wir sehen uns. Ja gut, ich denke mal, wir haben die jetzt befreit. Wir sind jetzt zum ersten Mal auch hier oben. Oh, hey. Ich glaube, wir haben alle Kinder gerettet. Lass uns das Gebäude verlassen. Oh, shit. God damn. Ich sehe dich, Screwjob. Du dachtest, du könntest meine Augen täuschen. Aber ich weiß, wofür du vorherbestimmt bist. Und das werde ich nicht zulassen. Oh Gott, was geht ab? Der Fiend? Ist es hier der Fiend? Nein, du kennst mich nicht. Noch nicht. Aber eines Tages sehen wir uns von Angesicht zu Angesicht. Und du wirst ganz genau wissen, wer ich bin. Fürchte mich, Screwjob. Okay. Ich fürchte mich aber nicht. Ach, wir können uns bewegen. Okay. Shit. Können wir hier rein? Okay, wir hauen jetzt hier mal ab, oder? Wir hauen jetzt hier mal ab. Oder wo geht's denn überhaupt lang? Hier geht's lang. Nee, wo geht's lang? Hä, ich kann nicht sehen, wo es hergeht. Irgendwie sehr eigenartig. Wir kommen hier nicht weg. Moment, wir sind doch hier reingekommen in den Raum. Und zwar von hier unten eigentlich. Coco? Kannst du mir helfen, Coco? Ich hab mich... Oh, ich werde auch bekloppt mit dem Licht.
Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Eigentlich ist das doch hier... Ach, hier ist die Treppe. Ey, man erkennt es nicht. Es tut mir äußerst leid, aber ich habe es nicht erkannt. Das hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Aber Fakt ist, wir haben gewonnen. Wir haben alle befreit. Jetzt müssen wir natürlich das Haus noch verlassen. Meine Güte, was ein Akt. Aber auch komisch, ne? Wirklich komisch. Was war das denn jetzt für ein Spektakel da im Zimmer? Gute Arbeit. Ich kann euch sagen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, weil ihr exzellente Tamer seid. Hier, nehmt die Belohnung der Gilde. Ihr müsst nicht den ganzen Weg zurück zur Stadt laufen. Okay, da ist unsere Belohnung. Das war ja von vornherein klar, was wir bekommen. 500 Münzen, Wind und Pflanzen, Nexotrap. Sir, die haben nach einem bestimmten Kind gesucht. Ist das so, Nora? Weißt du, wer ihr Ziel war? Vielleicht ist es Screwjob. Ja, das dachte ich mir auch. Wow, wie kommst du darauf? Wer würde jemanden so langweiligen wie Screwjob entführen? Ey, also diese Disses, ne? In keinem Spiel wurde ich bis jetzt so dumm angemacht wie hier. Es ist nur ein Gedanke. Als ich sie fast besiegt habe, waren sie kurz davor wegzulaufen, bis Screwjob aufgetaucht ist. Oder auftauchte. Erst dann entschieden sie sich zu bleiben und zu kämpfen. Genau dann, als sie Screwjob sahen. Das einzige Waisenkind, das sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude befand. Aber er ist doch so langweilig. Oh, sei leise, Ross. Ja, wirklich. Endlich sagt's mal einer. Nora, geh mit Ross, berichte Emily davon. Ich muss mit Screwjob reden. Alles klar. Vier-Augen-Gespräch mit dem Mentor, oder was? Aber Coco ist bestimmt auch noch dabei. Uff, ich wette auf meinen Namen, dass Ross vermisst wird. Nora hat doppelt so viele. Was? Was ist das für ein Satz? Wovon redet er? Ich wette auf meinen Namen, dass Ross vermisst wird. Nora hat doppelt so viele? Ja, sie hat recht. Du hättest von diesen Banditen gekidnappt werden sollen. Okay, zum einen ergibt der erste Satz so gar keinen Sinn, aber der zweite immerhin. Ich fürchte, das Rad der Zeit dreht sich schneller als erwartet. Also der Mentor weiß mehr als alle anderen, hä? Komm mit mir, Screwjob, es ist Zeit, dir ein paar Antworten zu geben. Eieiei. Jetzt am Folgenende geht's nochmal heiß her. Ich will die Kiste vor allem da hinten. Screwjob. Sicherlich schätzt du die Tyranten nicht besonders, oder? Aber sag, was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es einen guten Tyranten gäbe? Einer, der tatsächlich würdig ist, der neue König der Monster zu werden. Unmöglich, oder? Es muss einen geben. Wir sagen natürlich, es muss einen geben. Ja, in der Tat. Es gibt Geschichten über eine solche Kreatur. Einer, dessen Augen nicht mit Wahnsinn überzogen sind oder dessen Herz von Hass gequält ist. Ziemlich amüsant, nicht wahr? Der legendäre Tyrann des Lichts. Ey, ich will die aufmachen. Oh, er macht's gar nicht auf, oder? Viele, viele Tamer haben ein Leben lang nach diesem guten Tyrannen gesucht und deine Eltern waren unter ihnen. Mal sehen, wo hab ich das Ding hingelegt? Geht dann doch an die Kiste, verdammt. Ah, da ist es ja. Nur ein bisschen staubig. Du hast ein Tyrannenrelikt bekommen? Was auch immer das ist. Nein, deine Eltern haben den Tyrannen nicht gefunden. Sie haben jedoch eine beispiellose Entdeckung gemacht, heißt es. Dieses Relikt, es gehört wohl dem Tyrannen des Lichts. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber wenn diese Banditen hierher gekommen sind, um dich zu entführen, muss dieses Artefakt, das du geerbt haben, der Grund sein, was ich geerbt habe. Du kannst damit machen, was du willst. Es ist nicht deine Pflicht, nach einer Kreatur zu suchen, die möglicherweise nicht einmal existiert. Ich werde aber sowas von suchen. Ist das so? Okay, ich werde dir helfen, diesen Tyrannen zu finden, wenn du das willst.
Ich weiß nicht viel über dieses Artefakt, aber ich weiß, wie man mehr erfährt. Folge mir. Ich werde dir zeigen, wie es weitergeht. Oha. Oha. Es bleibt spannend. Was ist los? Wo sind wir? Da. Hier drüben. Kommt, Kinder. Beeilt euch. Sucht ihr wirklich nach einem guten Tyrannen? Ernsthaft? Du weißt, dass sowas nicht existieren kann. Wir könnten Quests in der Zeit machen. Könnten wir. Könnten wir. Machen wir aber nicht. Ach, guck mal da. Jetzt werden wir sogar noch attackiert hier. Von so einem Möchtegern-Johnny. Und wir sind auch noch geschwächt. Okay, das ist so ein Flugvieh. Da ist Stein natürlich gut gegen, ne? Haben wir jetzt mit ihm leider nicht. Aber wir machen mal Doppelhieb. Uff. Okay, oh. Der haut aber rein. Wen hat er noch? Oh, er hat drei Stück. Wir brauchen jetzt mal jemanden, der eine Gesteinsattacke hat. Und das müsste Skunkel sein. Oh, wie viel wir einstecken, Leute. So, das ist effektiv. Jetzt haben wir ihn. Komm, hier. Jawohl, verfehlt. Endlich, das ist gut. Hau ihn weg. Okay, sind wir eingefroren? Nein, sind wir nicht. So, vielleicht reicht das. Ja, oh, das ist schon... Also, ne? Musquat, der ist natürlich jetzt extrem gut geworden. Und Skunkette steigt sogar wieder auf. Das ist sehr schön. Aber keine neue Attacke. Ey, hör auf zu weinen. Du hast mich doch rausgefordert. Moment! Moment, bevor wir weitergehen. So. Alle unsere Biester sind jetzt wieder voll. Und den Kampf haben wir auch noch gemeistert. Neulinge neigen dazu, nach Süden zu reisen, in der Hoffnung, ein paar Geister und Psycho-Nexomon zu fangen. Das ist schön und gut, aber du hättest es viel einfacher mit den richtigen Element-Nexo-Traps. Ich wäre bereit, dir welche zu geben, wenn du mir im Gegenzug etwas Gutes anbieten kannst. Wiederbeleber, 100 Münzen und eine Nexo-Trap gegen ein paar spezielle Nexo-Traps. Aber wir müssen leider ablehnen, weil wir nicht den Wiederbeleber haben. Soll uns erstmal nicht... Hauen wir den weg? Den hauen wir weg. Ja, komm. Das interessiert uns nicht, was der sagt. Das ist eh irgendwas Unnötiges. Shit. Biss, also normale Attacken können eigentlich nicht gut sein gegen den, ne? Nee, ist auch tatsächlich so. Nicht effektiv. Dann holen wir unseren Musquat raus. Das hat sich jetzt ein bisschen pervers angehört, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und mit einem Schlag ist er besiegt. Und Psycho gegen Psycho. Psycho ist aber auch effektiv gegen Psycho, war das so? Nee, ist nicht effektiv. Okay, Gestein, alles klar. Wenn er das möchte. Ist auch nicht effektiv. Dann müssen wir... Warte, Froggig war es nicht. Poyal war der mit den Wasserattacken. So. Wasserstrahl sollte dich vernichten. Wow, 31. Das war richtig stark. Boah, und du bist ein bisschen nervig. Wie kriege ich dich denn am besten weg? Vielleicht... Wir probieren... Ah, das tat schon übel weh. Mach mal Kieselwurf. Nee, nicht effektiv. Ey, wie viele Viecher hat der denn? Und das ist auch wieder Psycho. Ey, der hat ja wirklich starke... starke Gegner. Wir versuchen es mal damit... Aber wow, das ist effektiv gegen uns. Das war wenigstens kritisch. Das sind aber auch richtige Brocken. Wollen wir es mal mit Feuer probieren? Okay, das war uncool. Okay, richtig uncool. Ist leider auch nicht gut. Schade. Froggig, komm. Keine Wahl. Ja, das haut auch gut rein. Wow, wir haben ein echtes Problem. Superschlag. Komm, mach Stromschlag. Der ist besiegt.
Und ja, das ist halt nicht effektiv. Wir müssen es nochmal machen. Wow, wer greift zuerst an? Froggig würde ihn zwar fertig machen, ich will das Risiko aber nicht eingehen, dass er stirbt, dann kriegt er nämlich keine Erfahrungspunkte. Dann machen wir es so. Was war das? Egal, was es war. Wir haben gewonnen. So, viele, viele Punkte, wie wir sehen. Der Stinger kriegt leider nur 25, das ist ein bisschen wenig. Alle anderen, oh, 109, 106, das hat sich schon gelohnt. Poyal steigt auch wieder auf. Und kann jetzt Plasmakanone, eine normale Attacke, fügt physischen Schaden zu und hat eine kritische Trefferquote von 20%. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Ich glaube, Biss ist ziemlicher Müll. Oder? Biss ist schon ziemlich kacke. Das können wir vergessen. Dafür bekommen wir den Plasmastrahl. Oh, die nächste Entwicklung. Ja, ist es denn wahr? Heute läuft's. Zweite Entwicklung. Es dauert immer ein bisschen. Oh, wow. Was ist das denn? Puggart. Captain, mein Captain. Der sieht ja super nice aus. Der sieht ja richtig geil aus. Okay, danke für den Level-Up auf jeden Fall. So, wir gucken mal hier. Wir können uns halt nicht aufladen, ne? Dieses Relikt. Ich habe absolut keine Ahnung, was es wirklich ist. Aber die Eltern von Screwjob waren überzeugt, dass es irgendwie mit dem Tyrannen des Lichts verbunden ist. Wir brauchen die Hilfe eines Hellsehers. Was? Ernsthaft? Eine Hexe, die in der Zitadelle der Unsterblichkeit im Osten lebt. Mit ihrer Hellseherei könntest du vielleicht die Geheimnisse hinter diesem Artefakt aufdecken. Ich wünschte, ich hätte mehr helfen können, aber dies ist eine Reise, die nur du abschließen kannst. Passt auf euch auf, denkt daran, dass jemand hinter diesem Artefakt her ist. Okay, wow, er war uns eine Riesenhilfe, hat uns jetzt hier hingebracht. Wow, die unsterbliche Zitadelle, hm? Ich habe schon davon gehört, es ist voller Geister und so. Es ist wirklich unheimlich. Ein Ort, an dem man niemals zwei Kinder schicken würde. Okay, oh, wir sind im Geisterwald. Das heißt, hier gibt es natürlich auch Geister-Nexomon. Das ist höchst interessant, möchte ich meinen. Das ist wirklich höchst interessant. Ich will jetzt nicht unbedingt kämpfen gegen die, weil wir sind schon stark angeschlagen. Mal kurz gucken, ob wir uns hier irgendwo noch heilen können. Das wäre super schön. Hast du noch irgendwas? Was hast du? Ich mag diesen gespenstischen Ort wirklich nicht. Aber es stimmt, was man sagt. Es gibt eine Fülle von seltenen Gegenständen in diesen Wäldern versteckt. Willst du mit mir handeln? Sieh dir an, was ich gefunden habe. Eine Feuerpfeife. Nee, will ich nicht haben, schon gar nicht für die Sachen. Aber, why not? Vielleicht findest du jemand anderen, der mit dir handelt. So, wir gucken einmal hier hoch. Da ist nichts. Hier sind diese Steine nicht, ne? Ich will eigentlich gar nicht in den Wald so tief reingehen. Ach du Scheiße, hier wollte ich gar nicht rein. Psst. Psst. Hey, Kiddo. Schau mich an. Hier drüben. Wer spricht da? Ich kann nichts sehen. Wow, shit. Hab keine Angst, Screwjob. Ich bin nur dein durchschnittlicher und freundlicher Baum. Ich verstehe das nie. Oh, bitte. Ich bin harmlos. Schau dir doch diese kleinen Hände an. Ich bin Mr. Kleinhand. Okay, dann lacht er sich kaputt. Richtig. Lass uns hier verschwinden. Nein, 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 nein. Bitte, bitte. Nimm dies. Nimm dieses wundervolle Geschenk. Oh, eine Gold-Nexo-Trap? Ernsthaft? Nimm sein Zeug nicht, Screwjob. Ich habe so viele Geschenke, aber nur wenige Freunde. Ich frag mich nur, warum. Wusstet ihr, ich wollte schon immer selbst ein Nexomon-Tamer werden? Wirklich? Ein Baum? Aber mit diesen kleinen Händen kann ich niemals welche fangen. Okay, Coco ist sehr, sehr misstrauisch. Wenn du mir ein paar Nexomon-Freunde bringen könntest, dann wäre ich dir für immer dankbar. Nur ein paar Nexomon,
damit ich Gesellschaft habe in diesem einsamen Wald. Draver und Griff, das sind die beiden Nexomon, um die ich bitte. Das ist ein bisschen sehr spezifisch. Du kannst diese beiden Kreaturen in der Nähe finden, sehr komfortabel. Wenn du sie erst hergebracht hast, wirst du großzügig entlohnt, Screwjob. Draver und Griff. Okay, wir hauen ab. Ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Oha, der Baum voller Geschenke. Ein seltsam sprechender Baum will, dass du für ihn ein paar Nexomon fängst. Wir bekommen einen Kammerschlüssel, eine Gold-Nexo-Trap, Erfahrungskern der Stufe 2 und Gierkern der Stufe 2. Der Baum will, dass du ihn Draver und Griff fängst. Okay, ich habe beide, glaube ich, nicht. Du weißt, Screwjob, das ist eine Nebenquest. Wir können einfach tun, als wäre das hier niemals passiert. ja, wir könnten so tun, aber ich würde sagen, wir machen mal eine Pause an dieser Stelle. Wir sind weit über eine halbe Stunde, wenn ich mich nicht täusche. Und das heißt Pause für Nexomon Extinction. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auch gut weit gekommen. Weiter als gedacht. Wir sind jetzt im Geisterwald. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall mal gucken, ob wir nicht ein paar neue Nexomon finden. Vielleicht mal ein Geist-Nexomon. Das wäre interessant. Das würde mich freuen. Da hätte ich Bock drauf. Und da würde ich auch wahrscheinlich Sumbel für stehen lassen. Und wir gucken, ob wir Griff und Draver bekommen. Und am Ende, ja, dem Baum vielleicht zum Fraß vorwerfen. Ich weiß nicht. Ich bin sehr skeptisch, was diesen Baum angeht. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, seid beim nächsten Mal dabei. Dann geht es weiter mit Nexomon Extinctions. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Kommentieren. Für diejenigen, die hier wirklich gucken und nicht disliken. Für die mache ich natürlich dieses Projekt gerne noch eine Weile weiter. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Rinjahauen. Bis zum nächsten Mal.